Leute, ich bin's wieder, euer Juju Vogel und ich mach heute sauber, zumindest wenn es das ist, was diese App hier oder dieses Game bei Roblox verspricht. Das heißt einfach nur Hochdruckreiniger, glaube ich. Und man sieht auch schon, über mir steht null Schmutz gereinigt. Also ich muss anscheinend heute Dinge sauber machen. Und dafür habe ich so einen Hochdruckreiniger oder sowas bekommen. Oder zumindest erstmal eine Art Wasserpistole. Und damit mache ich jetzt mal sauber. Und als erstes ist hier dieses Auto dran. Und ich muss sagen, das macht echt total Spaß, wenn das so schmutzig ist und man das einfach total sauber macht. Und guckt, was so alles dahinter zum Vorschein kommt. Guck mal, wie cool das ist. Das ist ein Polizeiauto. So, das wird jetzt hier einmal komplett grundgereinigt. Ich muss sagen, so im Spiel macht das viel mehr Spaß, als wenn man den echt sauber machen muss. Das ist total anstrengend, aber hier muss man ja einfach nur die Wasserpistole draufhalten und das Wasser kommt raus und dann wird sauber. Hey, warte mal. Die Pfeile sagen, ich soll woanders sauber machen, aber ich bin dann noch gar nicht fertig mit dem Auto. Ich will das noch mehr sauber machen. Komisch. Dann gehe ich mal zum anderen Auto weiter. Ach so, mein Wasser ist leer. Wo bekomme ich denn neues Wasser her? Da sagt mir vielleicht der Pfeil. Ach so, ah, hier ist ja mehr. Und mehr Wasser. Damit kann ich dann jetzt diese Wasserpistole wieder nachfüllen. Dieses Hochdruckreinigungsgerät. Und dann... Was muss ich noch mehr nachfüllen? Nee, ist doch genug sauber jetzt. Ich meine, voll genug. So, und damit gehe ich jetzt direkt zum Polizeiauto und mache da weiter sauber. Hä, da sind ja noch mehr Leute am sauber machen. Aber das ist mein Auto, das mache ich sauber. Wow, jetzt kommen die Farben auch wieder richtig schön zur Geltung. Cool. Das macht echt Spaß. Alles sauber machen. Und hier diese ganze Seite auch noch. Ich muss gleich aber noch wieder nachfüllen. Mein Wasser ist schon wieder leer. Guck mal, rückwärts. Oh, jetzt ist es leer. Dann geht's jetzt wieder zurück zum Auto. Ganz oben steht 30,17% gereinigt. Schließe den Parkplatz ab, um die nächste Zone freizuschalten. Also muss ich alles hier auf dem Parkplatz sauber machen und dann komme ich in eine neue Zone, wo noch mehr zum Saubermachen ist. Alles klar. Aber nur das Auto ein bisschen sauber zu machen, das waren schon 30%. Ich meine, das ist ja fast ein Drittel. Das kann ja eigentlich gar nicht. Hier ist da noch so viel mehr zum Saubermachen. Hier noch auf dem Dach ein bisschen. Hier noch putzen. Putz, putz, putz. Das muss nochmal ganz sauber gemacht werden. Das ist auch sauber. Hier die Fenster noch ein bisschen. Da nochmal am Rand vom Fenster lang. Hier oben, da. Hier ist noch ein bisschen Schmutz. Das muss alles sauber werden. Ist das von vorne noch dreckig? Nee, von hinten. So, geschafft. Und ganz oben ist auch noch was. Da muss ich wohl für hochspringen. So, schon besser. Jetzt strahlt es wieder richtig. Ich glaube, mit dem Auto bin ich jetzt fertig. Mit diesem Polizeiwagen. Dann hole ich jetzt nochmal wieder einen Wassernachschub und dann geht's zum nächsten Auto. Ab ins Meer. Das ist auch eine richtig schöne Abkühlung jetzt gerade im Sommer. Ich muss sagen, wenn es so heiß ist, dann mag ich eigentlich auch ganz gerne Sachen sauber machen. So mit dem Wasser. Das ist halt echt erfrischend, wenn man irgendwie im Garten ist und, keine Ahnung, zum Beispiel die Gartenmöbel sauber macht. Das ist halt schon irgendwie erfrischend. Und es ist vor allem toll, wenn es danach einfach sauber ist. Und dann sieht auch noch alles schön aus. So, wie auch dieser Mülleimer hier. Nur weil der Müll reinkommt, heißt das ja nicht, dass er nicht auch schön aussehen sollte. Ich finde das voll cool, wenn ich hier so rückwärts nach hinten hinschieße und es dadurch trotzdem sauber wird. Das sieht halt vor allem richtig cool aus. Und der nächste Mülleimer. Den mache ich auch noch sauber.
Muss gleich auch schon wieder meine Wasserpistole nachfüllen. Aber vielleicht kriege ich es ja noch hin, hier fertig zu werden, bevor ich nachfüllen muss. So. Ah, ein ganz kleines Stück war da noch dreckig. Aber mein Wasser ist leer, das muss ich jetzt wieder nachfüllen. Ab zurück ins Meer und hui! Plansch! Jetzt fülle ich wieder meinen Tank hinten auf. Kann ich den eigentlich auch sauber machen? Der sieht auch dreckig aus. Scheinbar nicht. Dann nochmal zurück zur Mülltonne. Und danach kümmere ich mich, glaube ich, da um den... Ich glaube, das ist gar kein Feuerwehrauto. So, fertig sauber. Kein Feuerwehrauto, sondern eine Art Wohnmobil. Dachte erst, dass ja ein Feuerwehrauto, weil es so rot ist. So, jetzt kann man hier auch schon wieder nach draußen gucken, vom Seitenfenster aus. Sprüh, 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 das wird hier alles sauber gemacht. Hier noch ein bisschen. Und jetzt die Rückseite. Da, die Stoßstange. Oh, mein Wasser ist schon wieder leer. Aber da muss man auch sagen, so ein großer Bulli eigentlich schon. So ein großer Wohnwagen. Das dauert dann natürlich auch ein bisschen länger, wenn man den komplett sauber machen will. Vor allem, wenn der so dreckig ist. Da frage ich mich auch, warum sind die Sachen hier eigentlich so dreckig geworden? Sind die irgendwie durch Matsch gefahren oder so? Wo ist denn so viel Matsch, dass so ein Auto so dreckig wird? Oder die sind einfach seit 20 Jahren oder sowas nicht mehr in der Waschanlage gewesen. Und jetzt muss ich mich hier halt drum kümmern. Aber scheinbar werde ich ja auch dafür bezahlt. Und es macht halt auch Spaß. So, das ist sauber. Hier noch ein bisschen nochmal am Fenster. Top. Und jetzt auf jeden Fall nochmal hier vorne schön sauber machen. Sonst kann man ja gar nicht rausgucken. Das wäre ganz schön gefährlich. Man muss beim Fahren auf jeden Fall rausgucken können. So. Und die Lichter sollten auch strahlen können. Sonst wird das nachts nämlich auch ganz schön schwierig, wenn man nicht sehen kann. Und auch tagsüber sollten auf jeden Fall die Beleuchtungen vom Auto an sein, damit man die auch in weiter Ferne erkennen kann. Sicherheit ist beim Autofahren definitiv das Allerwichtigste. So, kümmern wir uns jetzt nochmal um diese Seite. Die ist auch ganz schön dreckig geworden. Aber das schafft Julian Vogel ganz einfach. Alles sauber machen. Hier nochmal, auch an den Rädern sauber machen. Die ganze Seite. Hier nochmal durchs Fenster. Hier sind natürlich eine ganze Menge Fenster. Bei diesem Auto. Ach ja, und dann nochmal hier vorne alles weiter fertig sauber machen. Die Stoßstange und auch die Lichter. Und dann muss ich auch nochmal hier nach oben. Und da auch nochmal ordentlich Wasser drauf. So. Das hat sich aber auch schon ganz schön, ich sag mal schon, eingebrannt. So eine ganz schöne Schmutzkruste. Das ging gar nicht so einfach weg gerade mit der Pistole. Aber das ist nichts, was Julian Vogel nicht auch schaffen würde. Weg mit dem Schmutz, das kommt ja alles weg. Hier noch ein bisschen. Perfekt. Das noch. Und hier ist auch noch ein bisschen. Und das kommt weg. Und hier. Hier haben wir noch eine kleine Fläche. Und ich glaube, damit ist auch dieses Auto grundgereinigt. Und dann geht es hier mit diesem Wohnmobil weiter. Das ist aber weiß. Das ist nicht so rot wie das von gerade eben. Haben wir es eigentlich bald mal geschafft, die 100% hier zu erreichen? Ich frage mich echt, ob ich dafür alle Autos komplett sauber machen muss. Oder reicht es vielleicht schon, wenn ich das nächste fertig habe? Ich meine, ich bin jetzt schon bei 83%. Das ist schon ganz schön nah an der 100. So, ein bisschen schwimmen, ein bisschen wieder auffüllen. Und dann geht sie wieder raus. Also die eine Seite hier ist auch schon fast fertig. Das sieht doch schon gut aus. Das strahlt schon wieder richtig. So. Aber das kann man auf jeden Fall sogar noch besser machen. Hier auch nochmal an den Felgen ein bisschen.
Das kommt weg. Und hier wieder ganz wichtig, vorne auch alles sauber machen. Die Stoßstange, die Lichter und natürlich vorne die Scheibe, damit man rausgucken kann. Wow, ich bin jetzt schon bei 90%. Dann nochmal hier diese Seite sauber machen. Mein Wasser ist auch gleich schon wieder leer. Muss ich schon wieder ins Meer gehen. Und es ist soweit. Juhu, Abfrischung. Das finde ich echt praktisch, dass das Meer hier direkt um die Ecke ist. Und vor allem bei dieser harten Arbeit in der Waschanlage ist es auf jeden Fall gut, wenn man zwischendurch einfach eine Abkühlung im Meer haben kann. Nur blöd, dass ich mit meinen Klamotten rein muss. Hat mir keiner gesagt, dass ich meine Badehose mitbringen müsste. Aber alle anderen hier tragen ja auch keine Badehose, also glaube ich, das geht so. So, da habe ich ein bisschen was sauber gemacht. Und zurück zu dieser Seite, die ist immer noch ganz schön schmutzig. So viel Schmutz. Also wem auch immer dieses Auto gehört oder dieses Wohnmobil, sollte echt öfter mal in eine Waschanlage gehen. Das kann ja nicht von einmaliger Verschmutzung kommen eigentlich. Frage ich mich echt, wie das passiert ist. So, hier hinten sauber machen. Das ist natürlich auch gut, wenn hier hinten eine Tür ist, wenn das sauber gemacht wird, damit man auch mal hinten raus kann und das überhaupt anfassen will. Wenn das so schmutzig ist, dann will man das ja eigentlich auch gar nicht berühren. Das ist ja schon ein bisschen eklig. Aber dafür bin ich ja da, um alles wieder sauber zu machen. Nochmal ein bisschen schwimmen. Und fertig. Und dann habe ich das Wohnmobil gleich auch schon wieder picobello sauber gemacht. Ich sehe gerade auch schon, ich habe die 100% irgendwie geschafft. Allerdings, erstmal bin ich hiermit noch nicht fertig. Und eigentlich wäre da ja noch ein anderes Auto, was ich sauber machen müsste. Aber ich glaube, da können sich auch andere drum kümmern und ich schaue mir erstmal den Garten an. Ich muss nur noch wenigstens dieses Projekt hier beenden. Also das sollte ich auf jeden Fall schon fertig machen. Ich kann ja nicht einfach das Wohnmobil nur halb sauber machen und dann... Naja, es ist halt nur halb sauber. Da würde ich mich als Besitzer ganz schön aufregen, wenn ich das irgendwo in die Waschanlage bringe und das gar nicht fertig sauber gemacht wird. Nur weil auf einmal was anderes da ist. Das muss ich auf jeden Fall zuerst fertig machen. So, picobello sauber. Bevor ich in den Garten gehe, aber erstmal zurück zum Meer, das auffüllen. Und dann gucke ich mir mal an, was im Garten so alles dreckig ist und was ich da sauber machen kann. So, und auffüllen. Bin schon richtig gespannt, wie es jetzt weitergeht. Los geht's, Leute. Ab über den Stein drüber und den Bordstein. Und jetzt geht's ab in den Garten. Wow, voll schön hier mit den ganzen Blumen. Das ist ja... Das ist echt so ein Garten. Hier ist ein Springbrunnen. Da ist so eine Art kleines Café oder ein Landhaus. Das ist cool. Aber ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie toll das hier aussieht, wenn ich fertig bin mit Saubermachen. Oh, wow. Also dieses Glashaus oder dieses Gewächshaus sollte ja auf jeden Fall sauber gemacht werden. Schließlich ist das ja dafür da, dass auch Licht reinkommt. Und so sieht man definitiv gar nichts. Aber ich will irgendwie auch diesen Springbrunnen hier sauber machen. Ich glaube, ich fange erstmal damit an. Dann kommt man hier an und hat wenigstens erstmal einen schönen Springbrunnen, über den man sich freuen kann. Also das wird zuerst sauber gemacht. Los geht's. Das sieht hier auf jeden Fall nochmal cooler aus als gerade die Waschanlage, wo nur Autos waren. Das hat auf jeden Fall auch mega Spaß gemacht, die sauber zu machen. Aber hier bin ich echt nochmal noch mehr gespannter auf die Ergebnisse am Ende. Wie schön der Garten dann nachher aussehen wird. Oh, mein Wasser ist schon wieder leer. Kann ich nicht einfach das hier aus dem Springbrunnen nehmen? Nee, scheinbar nicht. Aber ich kann hier den Weg runter zum Meer, da muss ich nicht ganz wieder zurücklaufen. So, ich habe mir jetzt auch gerade erstmal ein Update gekauft von dem Gehalt, was ich bekommen habe, vom ganzen Auto sauber machen. Ich frage mich, ist der jetzt effektiver? Der sieht auf jeden Fall schöner aus, der ist nicht so rostig wie gerade. Aber hält der jetzt auch länger, bis ich wieder auffüllen muss? Das wäre natürlich super praktisch.
Ich weiß nicht, wofür ich sonst dieses Update machen sollte, außer dass es besser aussieht. Aber vielleicht ist es das auch tatsächlich schon. Einfach nur die Optik. Dass es schöner ist. So wie wir hier alles schöner machen, indem wir sauber machen. Hä? Das wird irgendwie nicht sauber hier. Achso, jetzt ist es weg. Sehr gut. Weiter hier drumrum. Das wird noch sauber gemacht. Ich bin mir nicht sicher, hält der länger? Ich glaube nicht. Aber trotzdem gut, dass ich jetzt einen schöneren, wie heißt das? Kanister habe. Oder einen schöneren Tank. So, ab zurück ins Wasser. Ich kaufe mir jetzt auf jeden Fall auch erstmal nochmal eine bessere Wasserpistole. Das ist echt gut, dass ich so viel Geld vorhin bekommen habe. Jetzt konnte ich beides einmal upgraden. Wow, das geht echt besser. Das wird echt viel schneller sauber hier. Super. Das geht jetzt echt viel schneller, hier sauber zu machen. Hier noch ein bisschen was. Und nochmal den Boden. Oh, mein Tank ist leer. Aber in der Zeit hätte ich vorhin wahrscheinlich, bis ich das so weit sauber gemacht habe, vorhin zweimal hätte zum Meer laufen müssen. Und das ging jetzt einfach in eins. Dann will ich mal eben nachgucken, wie viel es eigentlich kostet, das nächste Upgrade zu bekommen. 4000! Wow! Da muss ich aber noch eine Menge sauber machen. Ich habe ja jetzt gerade mal fast 1000 nur. Da muss auf jeden Fall noch viel geputzt werden, bis wir soweit sind. Aber das geht ja mit dem ersten Upgrade jetzt schon deutlich einfacher. Hier nochmal ein bisschen den Weg sauber machen und fertig. Warte, da ist noch was. So schnell sind wir hier nicht fertig. Dann gehe ich jetzt einfach nochmal den Weg hier entlang, mache das noch ein bisschen sauber. Okay, ich habe jetzt aber auch schon wieder fast 2000. Vielleicht geht es ja dann doch schneller, Geld zu sammeln. Noch ein Upgrade wäre eigentlich ganz cool, bevor ich das Gewächshaus sauber mache. Dann kriege ich das ja vielleicht sogar in einem Rutsch durch. Ba, ba, bam. Dann werde ich gleich auf dem Weg zurück auch erstmal direkt den Weg zum Meer sauber machen. Wenn ich da eh schon in der Nähe bin, da muss ich auch nicht so lange laufen. Seht ihr, das ist hier auch total dreckig. Dann mache ich erstmal das hier sauber. Weg mit dem Schmutz. Wow, das wird hier alles so schön aussehen nachher. Da freue ich mich schon echt drauf. Vielleicht sollte ich Mama und Papa auch mal in echt helfen, mehr sauber zu machen. Es hat ja echt nur gute Vorteile hier, auch wenn es natürlich anstrengend ist. So. Und weil ich so nah am Meer war, dauert das auch gar nicht so lange, wieder aufzufüllen. Und dann machen wir noch ein bisschen weiter den Weg hier sauber. Und das führt jetzt zum Gewächshaus. Den Weg können wir ja dahin schon mal sauber machen. So, ich habe jetzt fast schon, ich habe jetzt etwas über 2500 Dollar verdient. Also schon eine ganze Menge Geld. Frag mich, wie lange das noch dauert, bis ich bei 4000 angekommen bin. Ich mache jetzt erstmal diesen Zaun hier von dem Garten sauber. Von diesem Blumenbeet. Oh, mein Wasser ist schon wieder leer. Blumenbeet soll ja auch schön aussehen. Und es ist auch wieder nah am Meer. Dann geht das auch schneller, alles wieder aufzuladen.
Weiter geht's. Sowas könnte mir auch im echten Leben gut gefallen. Mit so einem Hochdruckreiniger alles sauber zu machen. Sieht echt nach einer Menge Spaß aus. Oh, die andere Seite muss ja auch noch sauber gemacht werden. Hier sind ganz schön viele Ecken und Flächen, an die man denken muss. Hier von der Seite noch. Und hier noch einmal drüber. So. Und dann hier auch nochmal alles. Die Innenseite machen wir gleich. Ach so, mein Wasser ist schon wieder leer. Und ich muss nur noch 1000 Dollar verdienen. Und dann kann ich mir das nächste Upgrade kaufen. Und dann wird das sicher alles noch einfacher gehen. Yeah, yeah, yeah. Das ist die Innenseite. Hier habe ich noch ein bisschen was gesehen. Das kommt noch sauber. Das wird hier alles strahlend weiß. Und jetzt gehen wir einmal von innen noch alles durch. Und keine Fläche wird übersehen. Perfekt. Der Zaun ist, der Abschnitt ist schon mal komplett sauber. Und hier geht's weiter. Dann hier noch weiter sauber machen und da. Mein Wasser ist auch gleich schon wieder leer. Es geht echt schnell. Und leer, aber ich bin ja nah am Meer. Das habe ich alles sehr praktisch überlegt. Auffüllen. Geschafft. Und zurück zum Zaun. Der ist ja auch schon fast fertig. Hier noch ein bisschen. Ja, geschafft. Und dann geht es auf dieser Seite vom Zaun weiter. Und dann haben wir das Blumenbeet auch fertig gereinigt. Wow, Leute, ich habe jetzt den ganzen Zaun hier im Blumenbeet fertig und jetzt kann ich mir auch endlich ein Upgrade kaufen. Ich habe es nämlich über 4000. Und wo ist es? Hier. Jetzt habe ich eine Druckpistole. Wow, die hat ja richtig coole, schöne Farben in Blau und Orange. Das gefällt mir total gut. Oh mein Gott, die nächste kostet ja 15.000, die Mega-Waschmaschine. Oha, da muss ich aber noch einiges für sauber machen. Aber ich will jetzt auf jeden Fall erstmal die hier ausprobieren. Und gucken, wie schnell ich hiermit jetzt vorankomme, endlich das Gewächshaus hier sauber zu machen. Oh,
Mein Wasser ist schon wieder leer. Das muss ich mal schnell auffüllen. Und dann schaue ich auch nochmal direkt den nächsten Tank. Wie viel der kostet. Vielleicht kann ich mir das ja zuerst kaufen. Der nächste kostet auch 4000. Aber dafür habe ich da doppelte Wasserfläche. Okay, dann ist ganz klar, da spare ich als nächstes drauf. Wenn ich 4000 zusammen habe, dann kaufe ich mir diesen doppelten Tank. Aber fangen wir erstmal an. Also ich komme ja auf jeden Fall ja schneller voran, das Gewächshaus sauber zu machen. Da haben dann auch echt die Pflanzen was von, wenn sie endlich wieder Licht bekommen von draußen. Wenn das nicht so dreckig ist wie hier. Und mein Wasser ist wieder leer. Schnell nachfüllen. Okay, ich habe das Gewächshaus jetzt fast komplett fertig sauber gemacht. Wow, guck mal, das sieht doch jetzt echt richtig wunderschön aus. Das hat super geklappt. Ich habe es leider noch nicht auf die 4000 geschafft, um mir das nächste Upgrade zu holen. Aber ich muss auch sagen, ich bin langsam echt ganz schön K.O. vom ganzen Saubermachen hier. Ich würde sagen, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann spiele ich das hier einfach vielleicht nochmal weiter und dann kann ich mir noch ein Upgrade kaufen. Und dann muss ich nämlich nicht auch so oft zum Meer laufen, sondern dann kann ich auch mal länger am Stück was sauber machen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut auf jeden Fall auch beim nächsten Video wieder rein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss! Hey Leute, ich bin's Emma Vogel. Wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Da findet ihr unsere tollen Hörspiele und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool. Und ja, hört sie euch an. Viel Spaß!